Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ihr natürlich alle brennend interessiert und die für uns auch total gut ist, wenn sie raus ist, weil dann müssen wir nicht immer wieder ganz viel zensieren ab und zu, weil sie selber ihren Namen sagt. Ja, sie und sagt zwar ist gerne Namen. Und zwar ist die Frage, wie heißt deine Tochter? Sie heißt... Hey Leute und willkommen im neuen Video. Heute gibt's das lang ersehnte Q&A, denn ihr habt ja viele Fragen gehabt. Es gab ja im letzten Video Big News. Danke auf jeden Fall schon mal vorweg für das positive Feedback zu dem Video, dass ihr das alle so gut aufgenommen habt und auch echt coole Kommentare darunter. Haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und ihr konntet Fragen stellen und die werden wir jetzt gleich beantworten. Nicht wundern, wir haben gerade beide geduscht, haben beide noch ein bisschen nasse Haare, aber man muss ja nicht immer perfekt aussehen, wenn man vor die Linse tritt, gell? Mhm. Ist schon wieder schüchtern? Nein. Doch. Wir haben übrigens gerade schon mal, kann man ja vorweg sagen, die beiden bei uns, die machen gerade Mittagsschlaf. Deswegen, um das schon mal vorwegzunehmen einfach, die sind gerade im Kinderzimmer. So, und jetzt würde ich sagen, stelle ich mal die erste Frage. Und zwar, kennen sich eure Kinder? Okay, die Frage habe ich ja gerade eben schon beantwortet. Ja. Da muss man, glaube ich, dann noch nicht großartig... Man kann schon sagen, dass sie sich von Anfang an kennen. Aber dazu werdet ihr in der Love Story auch noch ein bisschen was erfahren. Also die kennen sich sozusagen seit... Das sagen wir dann in der Love Story. Ach so, ja. Okay. Ist die Kleine in der Kita? Wenn ja, seit wann? Oder also von welchem Alter an? Ach so, ja, sie ist in der Kita seit... Warte. Seit... Da war sie genau... Ein Jahr und vier Monate, genau. Sie sitzt gerade in der Krippe und sie wechselt jetzt zum Sommer schon in die große Gruppe, also in den Elementarbereich. Wer von euch braucht länger, um sich fertig zu machen, duschen, anziehen? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ehrlich gesagt, du. Du brauchst länger, immer, immer. Ich sehe das so immer, wenn wir einen wichtigen Termin für dich haben, bin ich schneller fertig. Und wenn wir irgendwas für mich machen, dann bin ich schneller fertig. Was? Naja, wenn wir zum Beispiel für dich irgendwas besorgen müssen, damit ich immer vor dir fertig bin, warte auf dich. Also wenn wir sagen wir mal, wenn wir wichtige Termine haben, bist du immer eher fertig. Aber ansonsten im Alltag, egal wo wir hinwollen, egal wohin, brauchst du meistens länger. Aber wir brauchen beide meistens länger. Nein, Schatz, du brauchst länger. Okay. Ich schminke mich 10 Minuten, Haare schnell und... Ja, du drehst immer noch in der Dusche rum. Und ich bin schon fertig. Das ist meistens so. Ja, okay. Also braucht eigentlich im Durchschnitt eher länger. Wenn ich duschen, sonst nicht. Wenn ich duschen muss, genau. So weil mit den Haaren und so. Und dann muss ich nochmal auf Klo. Und dann gucke ich auf Klo noch ein Video. Ja. Wie ist dein Erziehungsstil? Ja, mein Erziehungsstil, ich wollte schon sagen Stil. Ja, wie soll ich das sagen? Also bei uns gibt es natürlich Konsequenzen und Grenzen. Da kann sie auch mal gerne weinen und schreien. Und das Nein wird trotzdem dann durchgesetzt, sozusagen, dass sie nicht alles bekommt, das was sie will, weil wenn die Kinder sich daran gewöhnen, dann nutzen die das immer aus und die testet sich momentan sowieso viel aus, sag ich mal. Ja. Also sie probiert momentan, also sie tanzt, sie versucht uns auf der Nase zu tanzen sozusagen. Ja. Kann man das so sagen? Ja, auf der Nase rumzutanzen, ja. Ja. Ja, genau. Aber ich würde jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen so streng oder chillig oder so, sondern einfach, wie soll man das sagen? Also, angemessen, versuch's alles richtig zu machen, halt einfach, dass sie nicht nur verzogene Göre wird, aber halt auch nicht jetzt... Sorry, sag so, dass ich Göre. Ja. Ja, aber dass sie einfach mal auch... Aber sie darf jetzt auch mal ein Fruchtzwerg essen, so. Ja, also, nein, ich bitte dich, also so eine Mutti bin ich jetzt auch nicht. Wohnt deine Tochter bei dir? Ja, natürlich. Ein Jahr kein Handy oder Auto. Warte, wir sagen auf drei wieder, okay? Warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Meine Mutter ruft gerade wieder an. Mama, ich rufe dich gleich an, wir drehen gerade noch ein Video. Tschüss. 1, 2, 3, Auto. Oh, ja. So? Ja, ich wollte auch Auto sagen. Aber ich, eigentlich dachte ich aber, dass du Handy sagst, weil hätte ich Auto und du Handy gesagt, dann hätten wir ein Handy und ein Auto gehabt. Ohne Auto mit Kind also ist es auch beides, echt, es ist beides für uns. Okay, wir müssen uns aber für eine Sache entscheiden. Nee, ich kann auch noch mein Handy nicht, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir gerade beide Auto gesagt. Geschichte zu deiner Mama. Ja. Mutter. Ich habe das früher schon mal gesagt, aber ich glaube, die Videos sind nicht mehr online und die waren ja auch nicht auf meinem Kanal. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch viele neue dabei. Erzähle ich das nochmal schnell. Meine Mutter ist, als ich 15 war, an Krebs gestorben. Und ich brauche jetzt auch kein Mitleid oder so. Das ist schon, wie gesagt, 10 Jahre her. Aber einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. So,
soll sich jetzt auch nicht kalt anhören, aber wie gesagt, also ich komme damit klar und bin damit auch immer klar gekommen. Und ja, Land oder Stadt leben? 1, 2, 3, Land. Also, ja. Also Fall. Jetzt nicht. Jetzt nicht, aber für die Zukunft auf jeden Fall Land. Mit Kindern, das ist auf jeden Fall. Und die Natur. Und aber in Stadtnähe. Ja. Also nicht, dass man mega am Arsch wohnt, so, ne? Ich finde auch, wenn beide einen Führerschein haben, dann geht das eigentlich. Ja, dann geht das wirklich. Oh, jetzt habe ich hier den Justin Bieber-Move gemacht von früher. Wie alt ist deine Tochter? 2 Jahre und 7 Monate. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ihr natürlich alle brennend interessiert und die für uns auch total gut ist, wenn sie raus ist, weil dann müssen wir nicht immer wieder ganz viel zensieren ab und zu, weil sie selber ihren Namen sagt. Ja, sie sagt. Und zwar ist die Frage, wie heißt deine Tochter? Sie heißt Alia. Ja. Ja, Alia. Alia. Oh, das ist raus, ey. Es ist raus. Was esst ihr am liebsten? Ich denke, da können wir für uns beide sprechen, dass das so in Richtung Italienisch geht, Pizza. Ja. Und Nudeln sind auch geil. Ja. Aber du liebst auch Sushi. Sushi und Pizza sind mein Lieblingsessen. Sprichst du mit ihr Polnisch oder Deutsch? Wir sprechen mit ihr Deutsch. Aber meine Oma zum Beispiel, sie kann nicht so gut Deutsch und deswegen spricht sie auch mit ihr Polnisch. Also wir sprechen mit ihr sozusagen, was heißt sozusagen, wir sprechen Polnisch und Deutsch. Sie sagt zum Beispiel immer das leichtere Wort von der Sprache. Ja. Zum Beispiel komm sagt sie meistens hodge, also das heißt dann komm, weil es leichter für sie ist. Ja. Beispielsweise jetzt. Geht die Oliventheorie von Marshall und Lily von How I Met Your Mother bei euch auf, dass einer Oliven mag und einer nicht? Ja. Ich mag Oliven. Ich nicht. Obwohl du gerade aussiehst wie eine Olive eigentlich. Kümmert sich Aurel, das bin ich, viel um deine Tochter? Bist du Aurel? Es wurde ja behauptet, dass er faul ist und nicht mithilft. Bibi Aui kümmert sich, ja, du kümmerst dich hervorragend um die kleine Maus, Malia. Ihr war schon sehr oft auch alleine unterwegs. Mhm. Und als zum Beispiel auch Malia krank war und ich zur Arbeit musste, ist auch mal mit ihr geblieben, als sie Fieber hatte. Ist auch mit ihr zum Arzt gefahren, Bibi. Und ich höre sie eigentlich jeden Tag in der Kita, aber versehen in der Kita, weil das... Weil das spart mega viel Zeit für mich. Genau. Mhm. Und er ist nicht faul, also überhaupt gar nicht. Also eigentlich wirklich gar nicht. Also ich bin nicht faul, mir muss man es ein paar Mal sagen. Aber wenn ich ihn darum bitte, dass er mal vielleicht die Wäsche aufhängen soll oder mal Staub sagen soll, dann wenn ich komme, ist alles ready. Die Wohnung ist immer sauber, das mache ich immer. Und Abwasch machst du immer von dir aus. Ja. Also wir haben so unsere geteilten Aufgaben. Mhm. Sie ist so eher Wäsche. Und also eigentlich bist du so für die Küche zuständig und so, Esszimmer. Genau, und aufräumen machen wir eigentlich immer beide. Ja, teilen das eigentlich immer. Und einkaufen machen wir auch immer beide zusammen. Ja, aber so Badezimmer und Kinderzimmer, das mache eher ich. Und genau. Schlafzimmer machen wir eigentlich auch immer unterschiedlich. Ja. Welche Sternzeichen habt ihr? Ich bin Stier. Ich Widder. Und wir haben im Horoskop gelesen, dass es perfekt zusammenpasst, weil sie sehr aufbrausend ist und manchmal sehr emotional gesteuert und dann ganz gerne mal hochfährt. Und oder ich, auch runter. Ja, und ich bin einfach eher so entspannt und lass mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Eigentlich bist du ja so nicht. Und deswegen ergänzen wir uns sehr gut. Ja. Wir wollen natürlich, wie auch in den letzten Videos, noch 3 Leute von euch grüßen. Natürlich. Das ist ein Biber-Move. Wir haben uns jetzt 3 ausgesucht. Wieder vielen Dank für die ganzen zahlreichen Hashtag Team Düse in den Kommentaren. Ihr scheint das ja echt zu feiern, deswegen, Falls ihr gegrüßt werden wollt, einfach in die Kommentare Team Düse. Und dieses Mal fange ich an. Soll ich anfangen oder willst du? Ich fange dieses Mal an. Okay. Schöne Grüße an Juliane Glenz. Vielen Dank für deinen Kommentar und für deine Unterstützung. Freut uns sehr. Das gilt für alle natürlich, die jetzt gegrüßt werden. Dann auch schöne Grüße an Jennifer Christen. Und an Nadine Haag. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Grüße werden wollt, Hashtag Team Düse in die Kommentare. Vielen Dank für das positive Feedback im Moment. Abonniert uns gerne auf Instagram, da sind wir in den Stories ziemlich aktiv. Und ansonsten gibt es ja in den kommenden Tagen dann wieder einen Vlog. Und nächste Woche, könnt ihr euch freuen, kommt unsere Love Story. Genau. Und ja, bis zum nächsten Video. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und abonniert natürlich den Kanal für weitere coole Videos.
Tschüss. Tschüssi. Schatz. Das ist so schlimm, weil hier immer so, guck mal.